Da kommt mal an. Ja, jetzt sehen wir Sie live und Sie sind kein bisschen unreif. Gut. Ja, jetzt wird's feucht. Und das von unten? Doch, hier hätten wir auch noch gefunden, dass Kasslerer so viele Jahre hier auf der Stelle war. Und dieses Jahr, es ist nicht wenig, das Schauspiel Eine Braut für den König hier spielte. Das Kinderschauspiel Hexenhochzeit, das war am Freitag hier soweit. Und auf der Strohwiese mit Märchen und Geschichten, er spielte hier zu viel, auch ganz allein, unsere Hexe Spinnebein. Man schaut ihr die Jahre gar nicht an. Sie ist so jung wie einst und brachte die Kinderbühne Saltarello mit Don Quixote auf Abwägen hier auf die Stelle von, also das war Sabine Zimmermann. Auch nicht da. Da. Ah, da kommt sie. Die Überreste vom Feste. Oh je, jetzt kommt's ganz schwierig. Ich weiß gar nicht so zu sagen, wie kriege ich das aus meinem Magen. Das ist ja alles ganz schwierig. Aber natürlich sorgten für Erregung durch ganz besondere Bewegung. Ein Schelm, der jetzt Übles denkt. Denn Jonglage und Dirlumdai, das hier angesagt sei, wenn Fugerus und Vaus oder Vus. Wusch, ah, wusch, das klingt gut, wusch, mit ihrem Nachs, wusch. Die Lasterbelger aus der Frau-Kima hier hüpften dort und hier und da. Doch auch Frau-Kima selbst mit Mann, Kind und Frau machte hier jeden, der kam zur besten Position, die er haben kann in Bernau. So brachten sie auch ihre Gäste mit und die waren aus Farne, nämlich unsere Gäste aus Champigny-sur-Marne. Nicht verdrießen und zwang alle zum Bogenschießen. Kost und Kirche zelebrierte das Kochen und verwendete dazu verschiedene Knochen. Kost und Kirche? Kochen noch. Dann gäbe es noch zu nennen, die sich hier taten als die Gäste in der Künstlerschaft bekennen. So kam hier wohl applaudierend und fröhlich an, für euch einen Applaus, dass ihr immer so viel applaudiert, für Romantika und Chassin. Da hinten sehe ich die beiden schon, die sind jetzt wirklich da. Duo Goidon. Kamen weit von fernem Tore aus Freiburg im Breisgau. Fiasco Sonatore. Zornig sind die Töchter manchmal hier und manchmal da, aber in geballter Kraft jubilierten sie hier euch entgegen. Filia Irata. Yeah.
Manchmal sprang sie als Artistin hier und da. Dann kam sie als Kinderschreck und Hexe, Madame Hexe Panika. Sie verstecken sich hinter der Mauer und sind eigentlich ganz viele, aber stellvertretend kommt Duna von Jarda für Jardas und Wenzels Reiterspiele. Doch ein Turnier wäre nicht, dass es sein sollte und was es sein will, hätte man nicht sein Gebrüll. Und so tat so seine Stimmbänder schwingen, unser Herold Radolf zu Duringen. Da kamen sie her, in vielen Jahren mit vielen Gesichtern beieinander, heute als flugträumende Triander. Da saß einer in seiner Keminate und war sich nicht zu schade, die höchsten Töne euch zu bringen und manches schöne Lied zu singen. Und es war, wie gesagt, nicht zu schade, in der Keminate sich für eine Kantate Markgraf Holger, der Harald, und auch von Oldenfende, Felde und Ligno-Kantate. Zur Stätten sozusagen schon fast veteranisch und wohlbekannt, Glash aus dem schönen Böhmerland. Ja, ja, jetzt stellen Sie sich von hinten an, Pyromantiker und Schasan. Jetzt kommt nach vorn und tutet ebenfalls ins Horn. Und dann gab's was, was ja die ganze Zeit nur störte. Hin und her wuselte, dumme Sprüche von sich setzte, mit Holzschuhen, Löffeln und Mäulern klappelte und alles brach in Scherben. Das waren Dippolds Erben. Naja, seht ihr, die haben ihr Vergnügen, sie bleibt von alleine liegen. Doch, nun! Naja, mal sehen, was hier geschieht. Tja, Mechthilde, das wohl nicht mehr zieht. Das Alter macht sich jetzt wahrscheinlich doch seit Wochen bekannt in den Knochen. Jetzt muss ich sagen, sozusagen aufgetragen, das 20. Mal in diesem Saal. Geschlachtet, gewurstelt, mit Witzen gemacht und beinahe immer umgebracht und am Ende doch nicht bedacht. Das war das, was hier liegt in Schuld und Schanden, was sich hier kloppt, was brüllt, was kracht und stänkert. Das waren die Gäste von Bernd Ekarius aus Tschechien und Libyen und was weiß ich nicht alles. Und Bernd und die Bernauer Briganten. Hier benennt. Noch einmal sagen sozusagen, die hinter Kisten und Kästen, hinter Bratziegeln und anderen Mästen, hinter Pulten und Schulden
sich hier taten zwingen, euch alle Freude eines Festtags zu bringen. So applaudiert nun für die, die hier taten ihr Werk. Moment! Mein Reim war noch nicht zu Ende! Der Bomber! Ah!